Ja, moin moin. Moin moin auch von mir. Wir wollen heute Möhren säen. Genau. Johannes hat schon das passende Saatgut in der Hand. Die erste Sorte von dreien heute. Ja. Wir wollen 1 Million Körner auf 1 Hektar säen. Das sind ja diese schnuckeligen Tütchen. Das sind dann ungefähr 1,3 bis 1,5 Kilo auf 1 Hektar. Ja. Genau. Die Möhrensaat oder das Möhrensaatgut ist sehr, sehr klein. Sonst, wenn Johannes mal ein bisschen was. Genau, das reicht schon. Ja. Da sieht man schon, so klein sind sie. Ja. Und da kommen dann nachher die wunderschönen Möhren raus, welche wir. Yes. Ja. Die Maschine kennt ihr eigentlich aus letztem Jahr. Genau. Da hatten wir genau die gleiche, das, falls ihr das gesehen habt. Ansonsten sonst ist es hier oben, das ist das Video. Oder so, ja, das geht natürlich auch. Das ist eine Stanhay, ja, für Feinsämereien. Und davor ist eine Kreiselegge, die halt keine Walze, sondern ein Dampfformblech hat, um diese Dämme halt zu formen. Genau, die macht die Dämme, also geflügt haben wir vorher mit Packer. Jetzt machen wir mit der Kreiselegge die Dämme und oben auf dem Damm säen wir dann in 2 Reihen die Möhren. Hier auf einmal links, einmal rechts kommen die nachher raus und ja, dann liegen die halt oben auf dem Damm. Um jetzt am Anfang die Saatstärke zu kontrollieren, machen wir ein ganz bisschen in die Saatgutbehälter rein, bis zu dieser Kante, also dieses untere Stück, dass wir da so ein bisschen was drin behalten. Das machen wir voll und dann wiegen wir einmal ab und kippen überall gleich viel Menge rein, sodass wir etwa für einen halben Hektar oder sodass wir halt für einen halben Hektar Saatgut haben und säen dann bis zu dieser Kante leer und schauen dann auf dem Hektarzähler im Terminal, wie viel Hektar wir dann wirklich ausgesät haben und dann können wir ausrechnen, ob wir unter oder über der Million sind, beziehungsweise wie weit wir auch unter oder über der Million sind. Genau, das ist jetzt erstmal der Plan. Wir kippen ein bisschen Saatgut rein, machen das fertig und ich schätze, dann sehen wir uns als nächstes auf dem Acker. So, auf dem Acker jetzt angekommen, haben wir jetzt die Möhrenbrille erstmal angestellt. Wir haben jetzt die Kopfbrille gerade angebracht, dass wir halt wie beim Maisleger die Körner mit Unterdruck ansaugen. Und dann müssen wir gleich mal eben das Rad andrehen, dass wir halt die ersten paar Körner schon auf der Säbscheibe haben. Genau, und dann wollen wir das gleich mal die erste Bahn hier ausprobieren. Wir nehmen an, mit den Sonnenblumen sofort. Das ist ja eine richtige Versuchsfläche dieses Jahr. Ja, hier kommen sie. Hier sieht man jetzt auch ganz schön die beiden Linien. Das ist halt für die beiden Auslässe. Jetzt wollen wir meine ersten Versuche starten. Das ist immer wieder spannend. Jetzt mal hören, wo wir vor 3 Jahren damit angefangen sind. Stand quasi die ganze Familie auf dem Acker. So, was wird das hier? Letztes Jahr auch schon. Ja. Papa wollte sich das Spektakel auch sofort wieder angucken. Er muss aber eben noch in den Stall. Wollen wir mal. Ja, ich hoffe mal, ihr könnt mich jetzt verstehen. Wann ist es auch im ersten Moment? 20 Meter, 10 Meter, auch ganz gut begeistert. Wir hatten erst noch ein bisschen Angst, dass das Geflügel jetzt zu sehr ausgetrocknet ist, dass wir die Dämme nicht so schön formen können, weil wir halt diese Bahn schon geflügt hatten, wo wir Sonnenblumen gesät haben. Das ist jetzt so circa 5 Tage her. Ja, aber sonst tipptopp, ist auch schön Wasser am Boden, sieht sehr gut aus. Weitermachen. Ja, ja. Gut. Johannes wollte erst noch eine Sonnenblume ausbuddeln und gucken, ob die schon keimt. Ja.
Da keimt sie. Ja. Keimt. Sehr cool, sehr cool. Da freue ich mich auch schon drauf. Ne? Schön Sonnenblumen hier. Keimt jetzt ja auch schon schön. Ist jetzt 5 Tage, ne? Ja, 5 Tage. Ja, da ist es auch eins. Ja, das keimt auch schon. Das ist sogar noch ein bisschen weiter. Ja. Aber das sieht auch gut aus. Tipptopp. Können wir die nächste Woche zusammen spritzen? Können wir nächste Woche alles zusammen spritzen? Brauchen wir auch ziemlich die gleichen Mittel. Passt, ja, denke ich, sehr, sehr gut. Freut mich. Top. So, und jetzt weiter. Damit wir mal fertig kriegen. Ja. Ja, Xana war gerade jetzt noch alle ein bisschen am Nachmessen. Wir hatten ein bisschen Probleme mit unserer Spur. Also, wir waren einen Tick versetzt. Haben jetzt nachgemessen, sind im Prinzip eine Bahn gefahren. Ja, wir hätten sofort bei der zweiten auch schon umstellen können, aber ich wollte doch die dritte eben reinfahren. Wir waren 4 cm falsch, haben das jetzt umgeschaltet. Jetzt sieht es auch besser aus. Gleich auf dem Rückweg nochmal messen, dann müsste es halt 100%ig passen. Jetzt ist die Nebenspur ja auch falsch. Aber an sich dürfte das jetzt hier keinen großen Unterschied machen, wenn du da jetzt 4 cm mehr oder weniger Platz hast. Das müsste ja erstmal passen. Aber man will das ja trotzdem ordentlich und vernünftig haben, deswegen haben wir jetzt mit dem GPS noch ein bisschen rumgemessen. Ansonsten läuft jetzt alles. Wir haben auch schon die ersten 0,3 Hektar drinne und 0,5 wollen wir. Sieht auch noch sehr gut aus. Hier schön mit Packer vorgeflügt und Packer und Nachläufer. Das Pflügen fürs Kartoffelland-Video habt ihr ja bestimmt gesehen. Das ist ja gleiche Flugkombination hier auch gewesen. Ja, man kann halt nur so 4 km/h fahren oder 3,8 bis 4 km/h. Ich fahre jetzt 3,9 km/h. Schneller kann das Gerät halt nicht. Muss auch irgendwie da hinterherkommen. Also ganz sinnig jetzt da Bahn ziehen. Aber ich denke, erstmal soll es laufen. Feuchtigkeit ist auch noch gut da. Trocknet allerdings schnell ab mit der Wind und dem Sonneneinstrahlung. Ich schätze, dass gleich die Drohne noch kurz aufsteigt. Ein paar Videos von oben macht. Dann wird Alexander nochmal reinkommen. Dann werden wir nochmal ein bisschen zusammen schnacken und ein bisschen mit euch schnacken. Schön. Freut mich ja irgendwie sowas zu machen. Ein bisschen hören, sehen oder sowas. So ein bisschen was Spezielleres, nicht Getreide oder so. Ja, Getreide sehen ist auch cool, ja, aber ja. Ich weiß nicht. Ich habe gerne verschiedene Kulturen. Und falls ihr noch eine interessante Kultur habt, die man sonst mal austesten könnte, die ihr vielleicht auch zu Hause schon anbaut und wo ihr sagt, yo, das teste doch mal, das probiert doch mal aus. Und die könnte man so und so vermarkten. Dann schreibt es doch mal in die Kommentare rein. Bin immer auf der Suche nach neuen. Dieses Jahr haben wir jetzt ja die Sonnenblumen. Die sind ja hier jetzt direkt dran. Da kann man das sehen. Genau. Also wir haben die Fläche hier hinterm Hof geteilt. Da ist unser Hof. Und die ist jetzt geteilt. Ich schätze, dass ganz oben auch noch ein Tick Mais hin soll. Oder hinkommt, weil wir nicht ganz genug Saatgut haben. Also wir haben 5 Hektar Möhren, 4 Hektar Sonnenblumen. Und wenn das alles so aufgeht, dann bleibt 1 Hektar von den 10 Hektar über. Da wird dann mit Mais aufgefüllt. Ja. Aber wie gesagt, falls ihr noch eine interessante Kultur habt, dann gebt mir Bescheid. Dann probiere ich mal, ob wir die nächstes Jahr zusammen testen können. Genau. We'll be right back.
wir mussten gerade auch jetzt mal zum Hof fahren. Gut, dass wir das Sack gut abgemessen hatten. Wir haben natürlich souverän knapp 40% zu viel reingekriegt. Jo. Wir wollten ja 1 Million Körner auf dem Hektar. Wir hatten 1,4 Millionen. 1,1 wäre auch noch in Ordnung gewesen. So. Aber 1,4 ist dann schon ein bisschen doll. Ich schätze der halt. Jo. Ja, Papa hatte gerade noch angerufen, er hatte gerade noch geguckt und er meinte, dass er immer noch einen Tick zu viel rauskommt. Aber jetzt müssen wir, denke ich mal, auch den halben Hektar fertig sehen, damit wir auch wirklich ziemlich genau wissen, was wir jetzt haben. Eine vernünftige Vergleichsfläche. Ja, wir haben jetzt ja was umgestellt und dann muss es ja jetzt mal gucken, ne? Oder erst mal sehen. Ja, genau. Wir haben jetzt quasi ein kleineres Ritzel beim Antrieb drauf gemacht, dass dann dass die Säeregate nicht so schnell drehen und deswegen, dass wir halt dann nicht so viele Körner reinkriegen. So ein kleiner Funfact eben nebenbei, so eine Tüte, welche wir gerade gezeigt haben, mit 1,3 Kilo kostet sportliche 650 Euro. Also, wenn man hier ein bisschen zu viel reinkriegt, wird das auf alle Fälle ein teurer Spaß. Kann man so sagen. Ja, denkt man überhaupt nicht, dass so eine kleine Tüte mit so ein bisschen Saatgut so viel Geld kostet. Wenn man jetzt mal vergleicht, was kostet ein 50 Kilo Sack bei Getreide? Das weißt du doch bestimmt. 30. Ja, 30 Euro und das sind halt 50 Kilo. Ne? Ja. Ja, genau. Aber sonst von den Einstellungen her, wie der Damm geformt wird, etc., sieht das sehr gut aus. Wir hatten auch das Problem erst, dass wir quasi zu nah am Damm waren. Haben wir ein GPS wieder umgestellt, dass wir dann genau bei der nächsten Reihe auch 75 cm Abstand haben, weil wir 3 Meter haben, 4 Dämme. Dann 75 cm Dammabstand. Ja, genau. Und dann ziehen wir jetzt erstmal unsere paar Bahnen hier, bis wir den halben Hektar wieder fertig haben. Und hoffen wir einfach mal, dass das jetzt besser passt. Richtung 1 Million geht und nicht schlimmer. Genau. Johannes hat jetzt die ersten Sorte soweit fertig gesät. Wie lange hast du jetzt gemacht? Ich glaube, mehr als 1,4. Ja, okay. Und die Sämaschine hat keine Fahrgastentscheidung, deswegen müssen wir das erste und das vierte Säeraggregat komplett leer machen, dass da keine Körner mehr drin sind. Und dann pflanzen wir eben die zwei Fahrgas. Ja. Jetzt kann man auch schön sehen, wir haben hier gerade den Dünger gestreut, auch schon auf 27 Meter, genau in den jetzigen Fahrgassen, die jetzt angelegt werden, somit dass wir Bodenverdichtung auch exakt nur da haben und nachher keine Möhren wachsen. Und das ist halt mega geil an einem RDK-System und wenn dann die gleichen Spuren auf beiden Kleppern sind. Passt genau dazwischen, wo noch Möhren hinkommen, ist nichts verdichtet. Und das kann man hier jetzt halt sehen. Jetzt mal wieder in der Treckerkabine, wo man sich vielleicht besser versteht oder wo wir besser verstanden werden. Wir haben jetzt die beiden äußeren Säeregate halt leer gemacht. Und pflanzen jetzt irgendwie bei den Fahrgassen. Ja. Aber wir sind jetzt auch bei den 1 Million Körnern ungefähr angekommen. Vorher hatten wir die 1,4, das war ein bisschen doll. Aber in den Fahrgassen, wie Jürgen gerade schon erklärt hat, schön mit RDK vorher den Dünger hier drauf gestreut. Wir haben dann halt quasi nur die Bodenverdichtung wirklich direkt in der Fahrgasse, wo das auch nicht schlimm ist. Da haben wir beim Spritzen auch keine Last. Wir machen jetzt aber hier ganz normal die Dämme. Nicht wie beim Kartoffelpflanzgerät, wo dann quasi die Furchenzieher hinter sind und die Dämme wieder wegräumen. Da muss Pappen dann mal schön drüber herfahren. Ja. Jo, so, jetzt haben wir die zweite Sorte drin. Haben wir einen Sortenwechsel gemacht. Jetzt haben wir Eskimo. Warte, ich kann auch mal. Ah. Da, Eskimo F1. Sind in so coolen Dosen. Immer 100.000 Körner. Hab da jetzt welche von reingemacht. Und also 600.000, 200.000 unten als Grund. Da habe ich mir gemerkt, bis dahin, dahin. Und dann habe ich noch 400.000 nachgeschmissen. Jetzt fahre ich eben 4 Bahnen, dann habe ich genau 0,4 Hektar. Und dann gucke ich mal eben rein, wie das bei dieser hier jetzt aussieht. Wir hatten ja erst Last, dass wir zu viel reingekriegt haben. Ich habe jetzt aber rausgefunden, oder ich habe jetzt gesehen, dass von dem ersten Saatgut, ist zwar von der Größe Kaliber 1,6 bis 1,8 mm, aber es wiegt nur 1,32 Kilo auf 1 Million Körner und das Eskimo-Saatgut, das gleiche Kaliber 1,6 bis 1,8, wiegt aber
2,16. Dementsprechend denke ich, dass jetzt, wenn das Saatgut schwerer ist, dass nicht so schnell oder nicht so viele Doppelte angesaugt werden. Deswegen habe ich das jetzt einen Ticken mehr gestellt, einen Ticken höher. Hoffe, dass das dann passt und dass wir jetzt nicht komplett in die andere Richtung entgleiten. Weil als wir die Drille geholt haben, wurde mir auch gesagt, dass auch, also dass damit eine gute Million gesät wurde bei 1,6 bis 1,8er Kaliber. Aber gut, wenn man natürlich so leichtes Korn hat, dann wird das natürlich ja, sehr schnell oder sehr gut angesaugt. Sehr leicht, weil es leicht ist, wird es leicht angesaugt. Ja. Hab dafür die Drille einmal leer gemacht, das geht ganz einfach. Ich weiß nicht, das habt ihr glaube ich gerade gesehen, aber alleine filmen und machen und so, das funktioniert nicht und ist auch draußen super windig. Ja, und dann überall halt wieder was rein. Aber läuft soweit jetzt erstmal ganz gut. Das ist jetzt eine späte Sorte, jetzt in der Fläche. Erst eine frühe, jetzt die späte in der Mitte von der Fläche und nach außen und zu noch wieder eine frühe, eine andere. Ja. Ja, ich hoffe, ihr habt von außen auch schon schöne Sachen gesehen. Ich finde, so sieht man das auch richtig gut, wenn man jetzt mit dem Packer geflügt hat, dass oben leicht angegraut ist und man dann richtig schön wenig Luft in den Reifen hat, dann sackt man auch nicht ein und nix. Man hat dann das ziemlich gleich, ziemlich gleiche Saatbild von der Verdichtung her. Das gefällt mir sehr gut. Man kann das auch, denke ich, jetzt bei Kreisleck sehen. Das schiebt ja. Ja, bei den Reifen ticken weniger, aber überall noch Sand vorher. Ist nicht so, wie wenn du jetzt in so geflüchtet fährst und auf mal sind links und rechts gar kein Sand. So, jetzt ruft Alex an, dann gehen wir eben ran. So, jetzt bin ich beim Vorgewende angelangt. Ich mache jetzt diese Seite. Papa ist da hinten noch, hat da die andere Seite das Vorgewende geflüchtet, packt den Packer gerade ein. Der lag noch von heute Morgen da. Genau, deswegen sähe ich jetzt diese Seite erstmal rein, dann sähe ich gleich noch die andere Seite rein. Ist jetzt 8:30. Also müsste ich irgendwie kurz an 9, denke ich, damit durch sein. Tipptopp, passt ganz gut. Schön im Sonnenuntergang, richtig nice. Hat gut hingehauen heute. Nachher gut geklappt. Erst war ja ein bisschen problematisch mit zu viel Saatgut reingekriegt und so. Aber nachher lief's. Ja, so, jetzt stehen wir hier gleich 5,23 Hektar auf dem Hektarzähler. Und ja, das passt auch soweit. Ich fahre jetzt hier gerade die letzte Bahn von der Fahrgasse. Dann muss ich noch einmal rüberfahren und andere Seite wieder die Fahrgasse hoch, weil wir ja, wie wir euch gezeigt haben, leer machen müssen. Habe ich jetzt gesagt, beide Seiten erst rein und dann die Fahrgasse als letztes. Hat soweit alles gut geklappt. Jetzt ganz zum Schluss habe ich noch einen Tick Saatgut überbehalten. Ich hatte alle gehofft, dass es noch weggeht, aber habe ich mich ein bisschen verkalkuliert, weil ich dachte, dass ich noch 0,15 mehr muss. Ja, mein Gott, dann ist das jetzt so. Aber ansonsten, tippitoppi, ich bin sehr, sehr froh, dass wir es heute reingesät haben. Wir waren alle jetzt am Überlegen, heute säen oder Ende nächster Woche nach Mais oder wie auch immer. Aber ja, bin heilfroh, dass ich es heute getan habe, dass es jetzt abgehakt ist. Jetzt kann das wachsen. Gefällt mir gut, freut mich. Jetzt kann ich mit aller Ruhe gleich zum 25. fahren vom Kumpel. Also, Grüße gehen raus. Ja. Und deswegen bin ich auch zu spät. Eigentlich war um 5:30 anfangen, jetzt 9:05. Andere Seite noch eben. Lecker wegstellen alles. Naja, hilft ja nichts. Soweit erstmal wünsche ich euch alles Gute und habt einen schönen Sonntag noch oder einen schönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.